Also heute ist der 22. August 1991 und ich stehe hier, ich denke jedenfalls, am Platz, wo das Gewerbegebiet hier entstehen soll. Da hinten auf dem Schutt befand sich mal ein großer Schutt, der ist zugeschüttet worden mit Material vom Tunnelabraum. Ja, jetzt schwenke ich weiter Richtung Südwest oder. Mehr Richtung westlich. Das Gut da hinten, das wollte Familie Stoll mal kaufen, aber das ist dann noch nichts geworden. Ja, und das jetzt wieder Richtung Harder oder geschwenkt, das sind Bäume davor. Das ist wieder Gabari, Gasthof Waldheim, Richtzenhain. Dort geht das Haus, in die Häuserhaus, die Altbauten, wo auch René Schäfer mitwohnt. Da steht eine Kuh und das ist wieder hier bei Gabari, hier in dem Tal unten drin. Alles noch schön grün. Ist die Hauptstraße. Dort hinten ist die holzverarbeitende Industrie oder wie man das nennt hier, Holz GmbH. Und dort hinten ist wieder die Stelle, wo das Gewerbegebiet hinkommen soll. Und hier unten fließt eine Bach. Dort hinten ist Harder. Jetzt schwenke ich hier zum erst zu Gabari, das ist da dort Gabari und dann da hinten wieder gut zu sehen das Gewerbegebiet. Von dem Weg habe ich vorhin das Tal gefilmt dort unten. Dort hinten wird kräftig gebaut an dem neuen Gewerbegebiet. Dort ist die Hauptstraße und dort hinten ist Waldheim. Das ist der Sportplatz in Waldheim. Dort ist ungefähr die Tankstelle. Das ist dann uninteressant. Jetzt stehe ich hier bei dem Kraftverkehr in Waldheim, in Richtzenhain und da ist das ehemalige Gütergleis lang gegangen hier. Das war ein Haus hier mit den Initialen HH. Noch Bücher dran und so.
nochmal das Haus. Hier war das ehemalige Gütergleis hier lang gegangen. Oder das Industriegleis besser gesagt, hier vor dem Haus lang. Und hier war eine Rampe, wo abgeladen wurde. Nochmal aus einer anderen Position. Das ist der Bahnhof Waldheim am 22. August 1991 mit 7,8 in Prismarinsteinbruch. Hier war der Tunnel vor kurzer Zeit, war hier noch ein Tunnel. Dort haben sie überall Gestein abgesprengt. Ja. Haben sie überall kleine Büsche gepflanzt und das wird in mehreren Jahren wird das hier wieder ziemlich zugewachsen sein, die kahlen Felsflächen. Hier sieht man noch Bäume, die schon da standen, wo der Tunnel noch da war. Dort ist der Viadukt zu sehen. Und der Hang, wie gesagt, noch kahl. Das wird sich aber in ein paar Jahren ändern. Da stehen hier Pflanzen, Bäume und alles ist wieder schön gewachsen hier. Hinten sind noch die Gärten zu sehen. Hier waren auch überall Gärten, die müssten aber gemacht werden, weil eben hier der Hang abgetragen wurde. Und hier sind, wie gesagt, alles noch Gärten. It's the way I speak, man, funky. It's how I move my feet, man, funky.